Weißt du noch, was du gerade gesagt hast? Willst du nochmal sagen? Ich vergesse ziemlich schnell. Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Eintagesfliege wahrscheinlich. Das ist der Projekt Impuls Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Aber wenn ich es nochmal zusammenkriege, pass auf. Also es ging um Spaß im Projekt. Genau. Und du hast gesagt, dass du häufig Teilnehmende hast, die eben keinen Spaß haben und die eben, die eher froh sind, dass sie den Tag überlebt haben. Ja, ist so. Und auch mit vielen Themen, die ich natürlich auf LinkedIn und so poste, ne, ich bin natürlich schon auf einer, ja, ich sag mal, auf einer Ebene unterwegs, wo viele überhaupt nicht andocken können. Die sind im Projekt, denen steht das Wasser bis zum Hals oder ein Stück höher und die sehen einfach vor lauter Arbeit kein Ende. Und dann komme ich um die Ecke mit manchen Beiträgen, mit Business Dancing zum Beispiel, wo es darum geht, mal gemeinsam Spaß zu haben. Das ist für die so weit weg von Gut und Glaube, wo die gerade stecken. Ja. Das ist verrückt. Und dennoch ist es mir ein Anliegen, genau bei den Menschen anzudocken und die da abzuholen, weil ich weiß, wo die sind. Ich hatte früher auch Projekte, da bin ich einfach verzweifelt und ich habe Stunden geschrubbt ohne Ende. Ich bin spät nachts erst ins Hotel zurückgekommen und ich weiß, wie die sich fühlen, zu gut. Und das ist eben das, wo auch mir eine Mission, mein Antrieb irgendwie darstellt, die Leute da abzuholen. Was ich denen beibringen kann oder auch mit meinen Beiträgen an Impulsen gebe, das hilft nicht, dass es da morgen besser ist. Aber in ein paar Monaten, in einem halben Jahr, können die Leute sich Methoden zurechtlegen, die ihnen einfach so ein bisschen Hoffnung wiedergeben. Ja, und Ende, so ein Licht am Ende des Tunnels geben. Dass du doch nicht alles alleine machen musst, dass du mit dem Team, wo du hast, ein bisschen rauskommst aus dieser verdammten Mühle und das Arbeiten gemeinsam tatsächlich wieder ein bisschen Spaß macht. Und später vielleicht auch mal richtig mehr Spaß. Genau. Ja, wenn die Erfolge sich einstellen, wenn die Projektziele erreicht werden, dann macht es ja auch wieder mehr Spaß. Und genau. Da werden die Methoden ja auch helfen. Ich habe in meinen Seminaren habe ich auch, oder also ich für einen Bildungsurlaub durch an der VHS Wiesbaden geht es Projektmanagement und Scrum. Und da ist auch ein Punkt Spaß im Projekt. Cool. Und auch die Frage, also ist ja ein Bildungsurlaub, deswegen muss ich gesellschaftspolitische Fragen ja auch darin diskutieren. Und eine Frage ist dann auch immer, dürfen Spiele gespielt werden im Unternehmen? Ja, und dann, da frage ich auch gerne die Teilnehmenden, wie es bei denen ist, ob die Spiele spielen dürfen. Und erzähl, wie ist die Resonanz? Gibt es da ein paar, die das ablehnen müssen? Ja, ja, genau. Also viele können sich erstmal gar nichts darunter vorstellen, unter Spiele spielen. Aha. Dann denkt man wahrscheinlich an, Mensch, ärgere dich nicht oder Kartenspiele oder Sonstiges. Was aber auch alles natürlich seinen Zweck erfüllen kann im Projekt. Mal eine Runde, Mensch, ärgere dich nicht spielen, wenn man jetzt vielleicht eine schlechte Phase gerade hatte, kann auch mal helfen. Die Spiele, die ich dann mache, ist dann Lego Serious Play oder so, ja, cool. Dass wir da gemeinsam dann etwas bauen mit Lego-Bausteinen und da hatte ich dann auch schon Teilnehmer, also ein Teilnehmer hatte ich mal gehabt, der war schon ein bisschen älter und der hat sich gefreut wie ein Kind und hat gesagt, das letzte Mal hat er vor 40 Jahren mit Lego-Bausteinen gespielt. Wow. Das ist richtig klasse. Cool. Lego Serious Play ist spannend, dass du es ansprichst. Ich habe mir das jetzt auch angefangen anzueignen. Ich finde es auch total spannend. Ich bin tatsächlich um dieses Thema lange rumgeschlichen und dachte mir so, kannst du das bringen im Business-Kontext? Ich bin aber auch selbst leidenschaftlicher Lego-Bauer-Spieler. Früher als Kind hat meine Mama immer die Geschichte erzählt, dass ich in den Lego-Stein eingeschlafen bin und dann Abdrücke im Gesicht hatte. Oh, das kenne ich nur von der Tastatur. Ja, genau. Geht's auch mit Lego-Stein. und es hängt mir natürlich nach, auch meine Mädels jetzt, die spielen total gerne Lego und auch ich als Erwachsener spüre das jetzt immer noch wieder, was das für eine Faszination ausübt. Und wenn du das in den Business-Kontext bringen kannst, das ist schon sehr faszinierend. Auch jetzt meine ersten Trainings, die ich da mitgemacht habe, das kann ich mir echt gut vorstellen. Ne? Ja, du kannst sehr komplexe Aufgaben damit machen und ja, also die Bandbreite ist ja so breit, die du machen kannst. Du kannst Aufstellungsarbeit damit machen oder wirklich mit einem Scrum-Team arbeiten, Mockups erstellen lassen, die man dann auch anfassen kann. Cool. Echt eine tolle Sache. Ich kombiniere das dann immer mit anderen Sachen und gibt dann so ein Projekt. Ich habe ja schon gesagt, an der VHS Wiesbaden. Projekt war einmal dann gewesen, Erweiterung der VHS. Und die Teilnehmenden sollten sich überlegen, wie man einen neuen Scrum-Kurs implementieren kann und den dann auch vermarkten kann in Wiesbaden. Ein Teil war dann auch, dass man ein komplett neues Gebäude dafür schafft.
in dem das Seminar stattfindet. Und dann wurde das Gebäude gebaut mit Lego-Bausteinen. Es wurde ein Parkplatz für die Dozenten gebaut. Und es wurden aber auch dann Flyer gebaut, Marketing-Flyer, die dann ausgeteilt werden konnten. Aha. Und also mit Papier dann, Papierflyer waren das dann, die man dann in der Nachbarschaft austeilen wollte. Und die sind dann auch hingegangen, haben dann auf dem Boden Markierungen gemacht mit so Pfeilen und so weiter und dann so eine kleine Ausstellung gemacht, so einen Ausstellungsraum, damit man diese Idee des neuen Gebäudes und des ganzen Marketing-Konzeptes dann ja sich betrachten kann. Cool. Und gucken kann. Ja. Ja, das spannend. Das heißt, wir hatten nicht nur mit Lego gespielt, sondern wir hatten Papiere, wir hatten Scheren, wir hatten Kleber, alles Mögliche, was man so normalerweise ja dann vielleicht nicht unbedingt im Business-Alltag auch hat. Es erinnert mich so ein bisschen an entweder Design Thinking oder einfach Prototyping im klassischen Sinne. Ne? Ja, genau. Also wenn du was produzierst, dass man auch tatsächlich anfassen, spüren, erleben kann. Ja, genau. Im Grunde haben wir nichts anderes gemacht, außer genau das. Wir waren im Prinzip in einer initialen Projektphase und haben erstmal geguckt, was das konkret ist, was wir da machen wollen, was da unsere Vision ist und haben diese Vision greifbar gemacht. Damit wir dann im nächsten Schritt entscheiden können, ob wir mit dem Projekt weitermachen wollen oder nicht, beziehungsweise, dass wir dann noch die Stakeholder besser integrieren können. Das wäre dann ein Bürgermeister von Wiesbaden gewesen und Stadtdezernent und keine Ahnung, wer mir da alles braucht, um die Person davon zu überzeugen, dass man jetzt ein neues Gebäude bauen muss. Schön. Und das war im Prinzip dann die Vorbereitung für dieses Projekt dann gewesen, für das Bauvorhaben. Wow. Ja, und wie bei so vielen Methoden, ne, dadurch, dass es dann greifbar im wahrsten Sinne ist, erlebbar, da docken die Leute viel besser an. Mhm. Also ich erlebe das so oft auch in früheren Firmen oder Kunden, bei Kunden, wo ich war, dass die tollsten Projekte vorgestellt wurden mit einer klassischen PowerPoint, Frontalunterricht, Viertelstunde Vortrag oder gar noch länger. Und die Leute dann auch bei wirklich tollen Themen tatsächlich gedanklich völlig abgeschweift waren. Das ist so schade. Mhm. Und mit diesen Methoden, also so ein Mockup bauen oder ein Spiegel spielen mit einem Lego Serious Play, oder es gibt genug Visual Facilitation Tools, wo sich 10, 20 Leute gemeinsam über ein Bild hermachen, das die zusammen gestalten. Mhm. Da kriegst du eben diesen Spirit hin. Und das macht tatsächlich dann auch irgendwann Spaß. Und da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Ja, genau. Spaß in Projekten. Ich erzähle auch gern diese Metapher oder dieses Bild, wie ich mich früher mal als Teilnehmer in Projekten gefühlt habe. Wenn du das erste Projekt in deinem Leben mitmachst, dann ist es was ganz Tolles. Ja, so ein erstes Projekt als Teilnehmer, oh wow, was passiert da jetzt? Was werden wir wohl alles machen? Raus aus deiner Alltagsroutine. Wenn du das gut machst, kommt irgendwann das zweite, dritte, vierte. Und wenn du das richtig gut machst, hast du irgendwann mal 3, 4 Projekte parallel an der Hacke. Ja. Und dann verliert sich leider diese Anfangseuphorie von Projektarbeit wieder. Und das will ich wieder aufnehmen. Ja, das ist das, was ich den Teilnehmern auch in meinen Kursen oder auch so in meinen Beiträgen immer wieder rüberbringen möchte. Versucht diesen ursprünglichen Spirit von Teamwork in Projekten wieder herauszuholen. Ein Projekt ist nicht nur eine duppige To-Do-Liste abzuarbeiten, sondern wie du sagst, in der Regel gestaltet man was gemeinsam und das ist was ganz Tolles. Und ich war ja lange im Lean Management aktiv. Das waren also Projekte, die wirklich so ein Change mitgebracht haben. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter wurden umstrukturiert, Rollen, Aufgaben wurden neu verteilt. Und das hat die Leute tief bewegt. Mhm. Aber am Anfang war die Standardreaktion Angst, ne? Du nickst, genau. Das ist so. Ja, ja, klar. Typischerweise kommt da erstmal eine Furcht um die Ecke. Aber wenn du dann immer Methoden, zum Beispiel mit Workshops, sowas abfängst und den Leuten die Gelegenheit gibst, mitzugestalten, dann passieren da ganz wunderbare Dinge. Mhm. Das ist so mein Antrieb, das wieder in die Welt rauszubringen und den Drive, den Spirit, den Projekte mal hatten, für manche, wieder zu reaktivieren. Ja, Ja, genau. Das heißt, du arbeitest auch eher mit Leuten zusammen, die schon länger im Projektmanagement sind, im Projektgeschäft. Ja, genau. Es ist tatsächlich eine bunte Mischung, aber ursprünglich war die Intention, erfahrenen Projektleiterinnen und Projektleitern einfach nochmal ein Methodenwerkzeug an die Hand zu geben, um zu sagen, wie kriegt ihr gute Projekte hin zu richtig geilen Projekten, wo die Leute einfach Fetz dran haben. Habe aber auch festgestellt, dass Newbies, also Leute, die vielleicht noch gar nie oder erst ein, zwei Projekte geleitet haben, auch ganz wahnsinnig davon profitieren, weil die haben einen Vorteil, die sie noch nicht in festgefahrenen Schienen, die experimentieren noch per se gerne, weil sie sich gerade selber finden und dann eben mit den ganzen Sachen aus Project Facilitation, das ist so dieser Begriff hinter der Art von Projektarbeit, damit eben in Kontakt zu kommen, das ist für die ganz toll. Mhm. Okay. Ja. Ja, schön. Genau, wir sind jetzt hier so mitten reingestiegen in den Podcast. Ja.
Was hältst du davon, wenn du dich kurz vorstellst? Na, total gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Tobias Leanhardt. Witzigerweise war mein Name früher total Programm. Leanhardt, also Lean Management, da komme ich her. Und von Herzen, weil ich die Dinge wirklich mit Begeisterung mache und auch mit vollem Herzen dahinter stehe. Ich habe mich Ende letzten oder Mitte letzten Jahres komplett selbstständig gemacht, bin aus einer guten Anstellung, einer sicheren Bank in einer Versicherung ausgestiegen in die Selbstständigkeit, weil ich meiner Mission nachgehe, Projektmanagement für alle wieder zu einem tollen, begeisternden Erlebnis machen zu können. Und damit habe ich mich selbstständig gemacht, das Projektleitern und Projektleiterinnen näher zu bringen. Ja, und jetzt bin ich bei dir, Patrick, und wir unterhalten uns über genau die Themen, die ich liebe, ja. Okay. Ja, freut mich. By the way, freut mich. Sehr gerne. Ja, freut mich, dass du die Einladung auch gleich wahrgenommen hast. Und ist ja so ein bisschen entstanden aus dem WOL, aus dem Working Out Loud, Gedanken von dir, Aufruf, bei dem, ich weiß nicht, 40 Leute oder so gefolgt sind. Wahnsinn, und mehrere BOL-Zirkel jetzt entstanden sind. Und gestern war bei meinem Zirkel war das vierte Treffen. Und da habe ich auch schon angekündigt, dass du heute hier dabei sein wirst, weil ja, sind auch ein paar Zuhörer entstanden aus dem Zirkel. Ja, cool. Vielleicht kommen noch ein paar dazu, mal gucken. Ist stark, was da sich getan hat aus diesem Working Out Loud Circle. Das war ja jetzt ein Aufruf, weil ich tatsächlich aus einem Walk and Talk, also so ein Kennenlerngespräch über LinkedIn mit der Anna damals, haben wir uns darüber unterhalten, was es noch alles so für Möglichkeiten gibt. Und Working Out Loud ist ja wirklich eine faszinierende, kostenlose Methode. Noch, by the way, der John Stepper vermarktet das immer mehr als Produkt. Und es hat mich damals sehr, sehr begeistert, als ich da zum ersten Mal mitgemacht habe, mit wildfremden Menschen zusammenzukommen, die einen unterstützen, irgendwie 12 Wochen begleiten. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es noch nie gemacht hat. Ne? Und dann habe ich das ein paar Mal gemacht, dann mit der Anna aufs Gespräch gekommen. Sie hat gesagt, das kennt sie noch nicht. Mhm. Und dann war klar, ja komm, starten wir einfach mal einen Aufruf, weil vielleicht meldet sich jemand, dann machen wir nochmal einen Circle zusammen. Haben sich 40 Menschen gemeldet, wie du sagst. 8 Gruppen sind jetzt, glaube ich, rausgekommen. Witzigerweise sind fast alle losgelaufen, außer Annas und meine Gruppe. Ja. Du hast schon die vierte Woche jetzt hinter dir. Wir starten, wenn es gut läuft, dann nächste Woche. Ach so, oh, okay. Ja, genau. Aber ist ja auch unerheblich. Aber ich fand es einfach faszinierend, wie viele Leute da mitmachen und da wirklich auch Spaß dran haben. Mhm. Und nicht nur Spaß, also es bringt einen richtig weiter. Mhm. Weiß nicht, ist dein erster schon mal vorab? Ja, es ist mein erster. Ja. Genau. Ich habe davor schon viel davon gehört und mir auch vorher schon mal alles durchgelesen gehabt, also ich war schon registriert. Okay, ja. Und ich war sogar schon mal bei einem Webinar dazu. Es war sogar noch ein Live-Webinar. Cool. Ja, sowas gab's ja auch mal. Es hieß anders, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich glaube, Impulsvortrag. aber ich habe selbst noch nie einen mitgemacht bis jetzt. Aber ich habe auch ein Ausbildungsprogramm entworfen für Projektleiterinnen. Das ist ein 14-Wochen-Programm, geht es insgesamt. Und das ist auch an Working Out Loud angelehnt. Ah, also Austausch steht da im Mittelpunkt. Und das Programm an sich geht 12 Wochen mit einer Woche Vor- und einer Woche Nachlaufzeit. Vorher ist so Zielklärung, Erwartungsklärung. Und in den 12 Wochen ist dann 1-zu-1-Austausch oder 1-zu-1-Mentoring. Mhm. Und zusätzlich gibt es aber noch Kleingruppenarbeit. Und das ist dann eben angelehnt an Working Out Loud. Du hast dann 12 Themen in diesen Wochen und musst dir immer was erarbeiten bis zum nächsten Treffen und da besprichst du es mit deiner kleinen Gruppe. Cool. Ja, und soll dann auch die Kommunikation im Unternehmen fördern. Sehr gut. Dann hast du auch für dich, also jetzt, wenn du auch Trainer bist und Programme anbietest, auch für dich erkannt, so kleine 3-Tages-Crash-Kurs-Seminare, die bringen es einfach am Ende des Tages nicht. Ne? Also so Bulimie lernen. Man geht da raus mit einem guten Gefühl, aber meine Erfahrung jetzt zeigt halt auch, nach 2 Wochen sind 90% des Wissens einfach verpufft. Ne? Das geht flöten. Ja, das ist richtig. Man kann es natürlich trotzdem machen. Mache ich auch, ja, klar. Was ich ganz häufig anbiete, ist, dass man nicht einen Tagesworkshop macht, sondern Halbtage. Ja, und anstatt 3 Tage sind es dann 6 halbe Tage, dann verteilt über mehrere Wochen, so dass man auch dazwischen nochmal Gelegenheit hat, das zu reflektieren, nochmal vielleicht neue Fragen zu sammeln, Sachen nochmal aufzugreifen. Das wird dann schon wieder intensiver als jetzt nur 3 Tage am Stück. Genau. Und dann hast du auch diesen Prozesseffekt, also dass die Leute anfangen damit selber zu arbeiten und nochmal, wie du sagst, reflektieren, nachdenken.
Mhm. Ja, genau. Ja. Und auch, was du noch sagst, diese Mischung dann zu machen, also du hast ja wahrscheinlich auch Lerninhalte, die sich die Teilnehmer einfach aneignen können über Videos oder Lesen. Oder dann hast du Einzelgespräche und du hast Gruppenevents. Mhm. Und das habe ich eben genau auch so gemacht, weil ich finde, die Mischung aus all diesen drei Elementen, das ist absolut wertvoll, weil es dich als Teilnehmer auf allen Ebenen anspricht. Und ja, wie auch bei Working Out Loud, diese Gruppenveranstaltung dann gemeinsam drüber zu quatschen, das ist ungemein wertvoll. Ja. Mhm. Ja, genau, das sehe ich auch so. Von daher finde ich es jetzt sehr spannend und schön, in diesem Working Out Loud selbst als Teilnehmer zu sein und das auch selbst jetzt mal zu erleben. Cool. Und bis jetzt ist es so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Schön. Das freut alle, die dabei sind. Insbesondere wahrscheinlich John Stepper, der das Ding ins Leben gerufen hat vor ein paar Jahren. Genau. Ja. Cool. Ja, dann gibt es noch so eine Geschichte, die auf LinkedIn ich mal angezettelt habe, die inzwischen Zeit größer war oder größer geworden ist, als ich je gedacht habe. Dieses Business Dancing, wir haben uns vorhin mal kurz drüber unterhalten. Mega. Vielleicht erzähle ich dir kurz die Story dazu. Ja, klar, gerne. Wenn du mich verfolgt hast. Das war eines Abends mal, ich bin irgendwie so über LinkedIn drüber gesurft und habe einen Beitrag gesehen von der Gusel, einer jungen Frau, die da vor der Kamera einfach mega abgeht zu einem guten Lied. Und ihre Geschichte dazu war, sie hatte einen ziemlich harten Tag, sie hat mehrere Kinder, ist alleinerziehend und sie musste einfach mal ausbrechen, weil dieses ganze Konstrukt ihres Lebens sie einfach wahnsinnig frustriert hat in dem Augenblick, weil halt noch Pandemie war und Lockdown und alle zu Hause. Das nagt schon an den Alleinerziehenden, keine Frage. Und das Video hat mich total fasziniert. Und Gusel angeschrieben, so, hey, das ist ja mega cool, was du da machst. Wollen wir nicht mal zusammen tanzen, weil ich bin auch jemand, ich tanze leidenschaftlich gerne. Mhm. Und dann haben wir eine Uhrzeit gesucht und stellten fest, wir können beide gut früh morgens, bevor die Kinder wach werden. Also haben wir uns um 6:45, ich glaube, es war kurz nach 6, einen Zoom-Call getroffen, haben zu zweit abgezappelt, haben dieses Video auf LinkedIn gestellt und siehe da, die Resonanz war riesengroß. Und in der Zwischenzeit haben wir eine kleine LinkedIn-Gruppe aufgebaut. Wir machen das jede Woche um kurz nach 12 Mittwoch. Es sind, ich glaube, 50 Leute in der Zwischenzeit in der Gruppe dabei und wir freuen uns immer alle schon megamäßig drauf. Mittwoch geht's wieder los, irgendein cooles Lied rausholen und zusammen einfach abgehen. Das ist so ein Energieboost, wenn du da vor der Kamera, also A, diese Hemmschwelle überwindest. Ja. Traut dich jetzt zu tanzen und alle möglichen Leute können das sehen. Und es wird aufgenommen. Das wird aufgenommen, ja, das wird aufgenommen und das wird danach auch publiziert, weil wir wollen diese Information oder diese Idee dahinter, diesen Spirit wollen wir weitertragen. Mhm. Das ist wirklich unsere Absicht zu sagen, lass es eine Bewegung werden, da dürfen alle mitmachen, die wollen. Die Mehrheit der Leute macht nicht mit. Die gucken sich nur die Videos an und schmunzeln dann oder kommentieren, wie geil ist das denn? Ich will dabei sein und sowas, aber ich traue mich nicht. Mhm. Oder auch witzigerweise Kommentare wie, oh, das kann ich bei uns im Unternehmen nicht bringen, das darf mein Chef nie sehen. Was dann auch irgendwie zu denken gibt. Aber wir machen weiter und wir finden es auch alle cool, die dabei sind. Es entwickelt sich auch so ein eigener Drive. Also jetzt hatten wir letztes Mal irgendwie noch witzige Masken auf oder Sonnenbrillen. Oder dann gibt es mal eine Motto-Party, Black and White oder sowas. Das ist ja bald Karneval. Bei Fasching. Stimmt, wir brauchen keinen Karneval, Patrick. Die Leute, die da drin sind, sind alle übers Jahr hinweg verrückt. Okay. Aber das macht einfach Fetz. Und es passt halt auch so irgendwie in dieses Gesamtbild, was ich als Einstellung zum Arbeiten und zum Leben im Allgemeinen habe. Wir werden es alle nicht überleben, also nehmen wir es mit Spaß, machen das Beste draus und das zählt genauso auch für Projektarbeit. Der Ernst ist wichtig, wenn man sich konzentriert, aber dazwischen darf man auch ruhig fröhlich sein, gemeinsam lachen, mal ein Espresso oder so etwas trinken und einfach eine gute Zeit haben. Mhm. Dann arbeitet es sich auch leichter, by the way. Ja. Genau, auf jeden Fall, ja. Ja, Business Dance. Genau. Wie ist es mit den Themen oder Liedvorschläge? Kann man die rein einbringen oder wie wird das entstehen? Also wir machen es tatsächlich so. Das erste Lied, das gebe ich noch vor. Mal gucken. Also noch im Sinne von, ich hätte schon noch gern, dass irgendwann mal ein DJ dabei ist. Also wenn hier ein DJ gerade zuhört, melde ich gerne bei mir. Sehr gut. das erste Lied gebe ich vor, da gucke ich einfach immer nur drauf, dass es eins ist mit richtig Beats, also richtig schnell, dass die Leute wirklich auch sich verausgaben können, diesen 5 Minuten, die wir da zusammen Spaß haben. Ja. Und meistens sind die ersten Songs nur 3-4 Minuten lang. Das heißt, der zweite Song ist dann irgendwie freie Wahl. Mhm. Die Leute schicken dann Vorschläge rein. Da kommen ganz verrückte Dinge. Also so Schwarzwald-Marie kam mal oder hier von Dschungelbuch so Songs. Ist völlig egal. Das ist meistens komplett andere Richtung.
Aber das zeigt auch wieder, um was es geht. Wir haben einfach eine gute Zeit zusammen. Ja. Diese 5 Minuten oder sind es auch mal 6 oder 7. Da gehst du raus mit einem Grinsen von Ohr zu Ohr. Das ja, ist schön. Okay. Und wo werden die Videos dann veröffentlicht? Primär auf LinkedIn. Aber da gibt es immer nur einen Ausschnitt, oder? Da gibt es immer nur einen Ausschnitt, ja, genau. Ja. Ja, ist auch so tatsächlich, wenn du einfach mitmachst und wir nehmen nur den Zoom-Mitschnitt, dann sind wir alle sehr klein drauf und man verpasst doch mal die besten Moves, wenn man es einfach nur so durchguckt. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir schneiden das zusammen, ist ja kein Riesenaufwand. Mhm. Und ich muss es tatsächlich auch leider mit einem anderen Song belegen, weil die Songs, die wir in dieser geschlossenen Gruppe hören, da haben wir keine Lizenzen für. Ne? Aber ja, klar, stimmt. Du darfst ja im deutschen Recht in so kleinen geschlossenen Veranstaltungen, also wie eine Hochzeit oder so, hören, was du magst. Mhm. Und wenn du es öffentlich zugänglich machst, dann muss da halt ein Song dabei sein, für den du eine Lizenz hast. Mhm. Ja, das ist so ein kleiner Wermutstropfen, aber es macht uns keinen Abbruch. Ja, gut, du könntest natürlich nach lizenzfreien Songs gucken, aber da ist die Auswahl nicht mehr so groß. Genau, das mache ich auch. Also ich habe entweder sind es lizenzfreie Songs oder über. Also ich meine im Zoom-Call direkt, aber. Am Zoom-Call, da geht man nicht so ab drauf. Wenn es dann ein Song ist, den du auch schon mal gehört hast oder Erinnerungen zu einer Disco hast dazu, Ja, die Songs, die du ansonsten rausgesucht hast für die LinkedIn-Videos, die haben ja auch alle gepasst. Ja, ja. Also zu den Moves dann gepasst, wenn das so weitergeht. Ja, das ist eine kleine Wissenschaft für sich, Patrick. Ja. Also jeder, der Videoschnitt macht, weiß, dass das schon ein bisschen Arbeit ist. Aber auch da wieder, weil ich daran so Spaß habe, diese Zeit, also ich verbringe da im Schnitt immer 2 Stunden, vielleicht sonst mal 3, an so einem Videoschnitt, ist für 5 Minuten. Flug, ja. Auf einmal ist 3 Uhr nachmittags, ich gucke auf die Uhr, auf Video fertig, jetzt raus mit. Und das ist halt eben auch dieser Spirit, den du in Projekten erzeugen kannst. Ne? Wenn du so in den Flow reinkommst, dass die Zeit an dir vorbei rauscht, während du gute Sachen machst, darauf lege ich echt Wert. Und das ist dann auch, geht man noch gerne mal die extra Meile. Genau, dann gehst du die extra Meile. Und es spielt gar keine Rolle. Du fühlst dich einfach gut dabei. Genau. Ja. Und ich habe das in guten Workshops, wenn die Leute dann einfach da rausgehen und haben Power. Du spürst ja auch ganz oft an der Energie. Mhm. Wenn du einen guten Termin hast, dann gehst du da raus und fühlst dich nicht platt. Wenn du einen schlechten Termin hast, gehst du da raus und würdest am besten unter der Decke verkriechen wollen oder sonst irgendwas dir reinziehen, damit du wieder Energie hast. Mhm. Und das ist eben auch so eine Ebene, die ich bei der Arbeit suche. Wenn ich eine gute Arbeit mache, die mir was bringt, die mir Spaß bringt oder eben auch eine Erfüllung, dann macht die mich nicht fertig. Dann baut die mich auf und das geht leicht von der Hand. Ja. Mhm. Gut, irgendwann hast du vielleicht doch zu viel Arbeit, dann macht dich das auch fertig, trotz Spaß, aber es hilft auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es anschneiden soll, aber vielleicht machen wir das doch nochmal. Komm, probier's. Genau. Wir hatten ja auf LinkedIn die Diskussion gehabt, dass man, oder ich hatte die Diskussion eigentlich dann gestartet, indem ich gesagt hatte, wenn du einen Sinn und einen Zweck im Projekt hast, dann brauchst du keinen Spaß zu haben. Ja. Das hat dich so ein bisschen getriggert, hatte ich den Eindruck. Total. Ich bin sofort drauf angesprochen. genau. Wo fange ich an, Patrick? Also zunächst mal darf man das natürlich so stehen lassen. Deine Aussage in vielen Umfeld, also in vielen Business-Umfeld, mag das auch einfach passen. Ja, also jetzt angenommen, du hast einen wichtigen Messetermin und das Ding ist jetzt einfach, in den nächsten 2 Stunden muss es fertig sein, weil es auf den LKW muss. Scheiß auf Spaß, kneif die Arschbacken zusammen und los geht's. Ne? Das muss jetzt einfach fertig werden. Aber wenn man das in einen größeren Kontext bringt, ein Projekt von, also meine Projekte, Change-Projekte laufen locker, also nicht weniger als ein halbes Jahr, in der Regel anderthalb bis 2,5 Jahre, so die Größenordnung. Da darf natürlich der Spaß nicht auf der Strecke bleiben, weil mein Eindruck oder meine Überzeugung ist, wenn der Spaß auf der Strecke bleibt, dann bleiben die Leute auf der Strecke und dann springen die ab. Du hast eine Riesenfluktuation in deinem Projekt. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion, weil die Leute, die halt in verschiedensten Projekten mitarbeiten oder noch ihre Linientätigkeit daneben haben, die werden, wenn es wirklich eng wird, wenn wirklich die Pressure hochgeht, dann werden die irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Aus was ziehen die sich zurück? Ja, und in jeder Wette, die ziehen sich da zurück, wo sie keinen Spaß haben. Mit Sicherheit. Und deswegen triggert mich sowas, wenn du da sagst, ich brauche keinen Spaß in Projekten. Ja. Genau. Also ich würde es auch ein bisschen relativieren. Ich würde auch sagen, wenn der Sinn hinter der Arbeit, das Tun, wenn das groß genug ist, wenn das extrem groß ist, dann ist der Spaß nachrangig. Es ist immer noch gut, wenn er da ist, aber
der Sinn und der Zweck, der, gibt es auch einen Spruch, Zweck heiligt die Mittel, oder nee, nein, wie war es? Egal. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, gibt es auch irgendeinen so einen Spruch, gibt es da. Naja, so war das eher gemeint. Mhm. Es ist natürlich immer gut, wenn trotzdem Spaß dabei ist. Aber in manchen Umfeldern hast du sehr hohen Arbeitsdruck, hast eine sehr hohe Auslastung und kannst dir den Spaß gar nicht erlauben. Ja. Also die Mittwochs, die 5 Minuten zusammen tanzen, würde man vielleicht gerne machen, aber man hat gar nicht die Zeit dazu. Ja. Ja, klar. Also jetzt gerade in der Pandemie haben wir es ja erlebt. Ich hatte auch letzte Woche ein Gespräch mit einem Christian aus dem Gesundheitswesen. Mhm. In einer Klinik arbeitet der. Für viele Angestellte dort jetzt in der Pandemie, da ist an Spaß leider nicht zu denken. Der einzige Wunsch, den viele Leute umtreibt, ist, wo kriege ich meine 5 Minuten Schlaf her, damit ich mal wieder ein bisschen Power habe. Genau. Genau in so einem Umfeld, da ist Spaß nicht das oberste Anliegen. Mhm. Keine Frage. Ja. Aber wenn du es natürlich schaffst, trotzdem Spaß reinzubringen, ja, dann hast du natürlich, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, genau. Dann startet die Rakete durch, ja. Genau. Ja. Ja, schon. Damit ist die Mission schon klar. Das ist so ein Thema mit dem Spaß, du. Also, übrigens, ich merke auch immer wieder mal, wenn dann so kleine Gespräche aufkommen, also in den privaten Chats mit den ein oder anderen Leuten auf LinkedIn, dass die entweder mit dem Spaß nichts anfangen können oder tatsächlich sagen, eigentlich finde ich es voll cool, was du machst, Tobi, aber bei uns geht es nicht. Und das ist halt auch so ein Umstand, auf den ich immer wieder hinweisen möchte. Wer verbietet uns denn, Spaß auf Projekten oder in der Arbeit grundsätzlich zu haben? Wie du sagst, das sind Umstände, da ist es anders. Aber all diejenigen, wo die äußeren Umstände das eigentlich überhaupt nicht mindern sollten oder überhaupt keinen Anlass dazu gibt, das nicht zu tun, das sind es selbst aufgebaute Konstrukte, die sich in so Unternehmen, Unternehmenskulturen entwickelt haben, die ich ausdrücklich versuche aufzubrechen. Auch bei den Arbeitgebern, wo ich war oder bei den Kundenprojekten, als ich als externer Consultant dort war, die Dinge dann aufzubrechen und zu sagen, wisst ihr was, es geht auch anders, guckt mal hier. Ja. Und das ist übrigens auch der Weg, wie viele meiner Teilnehmer nachher bei sich im Unternehmen plötzlich auf sich aufmerksam machen. Ich sage ja auch oft, Projektleiter sind die Führungskräfte der Zukunft. Mhm. Wenn du ein gutes Projekt leitest und die Leute da wirklich mit einem Spirit und einem Flair rausgehen, dass sie sagen, wir haben richtig was gerissen, das sind die Leute, die du nachher brauchst in der Führungsposition, weil Führungskräfte, ich brauch's dir nicht sagen, aber in einem Projekt als Führungskraft hast du ja keine disziplinarische Führung in der Regel. Das ist eine laterale Führungsaufgabe, das heißt, du bist Gleicher unter Gleichen. Mhm. Du hast zwar fachlich dieses Projekt zu führen, aber disziplinarisch hast nichts zu melden. Und in der Rahmenbedingung, dann die Leute für ein Thema anzünden zu können, dass die wirklich mitmachen, sich einbringen, mitdenken, mal die extra Meile gehen, von der du sprichst. Genau. Die Leute, die das schaffen, das sind die, die Unternehmen halten sollten, weil die sind wirklich wertvoll. Ja. Genau. Stimmt. Vielleicht müssen wir Spaß auch nochmal definieren. Vielleicht ist der Begriff Spaß auch irreführend. Aha. Ich habe jetzt gerade auf LinkedIn habe ich mein Slogan letztens angepasst. Da hatte ich dann stehen gehabt, Projektziele erreichen durch Spaß und Leichtigkeit. Mhm. Und irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Ich habe jetzt Spaß ersetzt mit Freude. Bin ich jetzt auch noch nicht zu 100% glücklich mit. Aber ist schon ein bisschen besser, ja. Aha. Genau, also Projektziele erreichen durch Freude und Leichtigkeit. Oder mit Freude und Leichtigkeit. Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich bin auch noch nicht 100% mit zufrieden. vielleicht ist es aber auch der Begriff Spaß, der bei manchen irreführend ist. Vielleicht denkt man dann eher an eine Comedy-Veranstaltung, Stand-Up-Comedy oder so. Und weniger damit, dass man durch eine positive Haltung auch schon zum Unternehmen oder zum Projekterfolg beitragen kann. Und im Endeffekt ist es ja das, die positive Haltung, dass man auch mal Sachen nicht immer so ernst nimmt, über den Dingen steht. Das ist ja eigentlich dann auch das, was ich zumindest annehme, was du vermitteln möchtest mit Spaß im Projekt. Ja, genau. Es gibt ja auch so eine ganz bekannte Worthülse, die viele benutzen, den Mindset, um es wieder Gassenhauer zu nutzen. Ja. Ich gehe aber auch um diese Begriffe irgendwie herum. Wie auch du jetzt sagst, Spaß und Freude, das sind Begriffe, die haben gewisse Assoziationen, die sie wecken bei den Leuten. Und ich meine, wir alle wollen ja
mit unserem Business Dinge verändern. Und wenn es uns nicht gelingt, dort anzudocken, wo die Leute sich gerade befinden, weil ein Wort blöde Dinge assoziiert, dann ist es total schade. Und deswegen, ich bin da auch immer bemüht zu gucken, welche Begrifflichkeiten nutze. Ich habe jetzt zum Beispiel mein Slogan auch angepasst. Ich war ja mit Marcel 3 Tage in Hamburg, großartiges Event. Und ich habe daraufhin mich im Slogan komplett davon gelöst, sondern ich gehe auf die Thematik ein, die eigentlich dahinter steht. Was hat mich früher in meinen Projekten richtig genervt? Ich lasse das Wort, das mit Urinieren zu tun hat, raus. mich hat wahnsinnig genervt, dass ich ganz oft abends der Letzte war in diesem Projekt oder im Projektraum. Alle sind nach Hause gegangen, schön zur Mutti, nochmal was essen, Kinder streicheln und dann ist gut. Und ich, Idiot, war der Letzte, der dann bis um 10 noch irgendwie da war, noch die extra Meile geschrubbt habe. Das hat mich wahnsinnig angenervt. Ja. Und dann habe ich hier irgendwann auch für mich einen Begriff dafür gefunden, für die Dinge, die ich dann anders gemacht habe, nämlich dieses Project Facilitation. Da steht ja im Vordergrund, dass du Workshops nutzt, um deine Projekte über die Zeit von Workshop sozusagen nach vorne zu bringen. Und mit Workshops hast du einen ganz anderen Drive in Projekten. Für die Zeit, wo der Workshop angesetzt ist, sind alle hochkonzentriert dabei. Ihr produziert Ergebnisse. Du hast vorhin von so einem Prototypen gesprochen. Ja, sowas zum Beispiel. Oder du produzierst mit der Gruppe deinen Meilensteinplan oder dein Projektziel, whatever. Und dadurch, dass man das so macht und konzentriert in diesen Workshops zusammenarbeitet, ergibt sich plötzlich ein komplett anderes Projektverhalten. Ein Projekt ist nicht mehr dafür da, dass man in Kleingruppen bis spät nachts zusammenhockt und irgendwelche Sachen macht oder dann eben nur noch kleine, wenige Leute da sitzen bleiben, sondern ein Projekt konzentriert sich auf das gemeinsame Wirken in so einem Termin. Und alle anderen Dinge kannst du dann delegieren und auch zeitlich unabhängig voneinander laufen lassen während der Projektwochen oder Monate. Und insofern ist mein Slogan jetzt zum Beispiel, dass man sich löst von diesem "Ich gehe alleine vorne weg", sondern ich will mit meinem Team zusammen über die Ziellinie laufen. Das ist das Springende. Ob wir dazu Spaß haben, nice to have, das mache ich in meinen Beiträgen genug. Ob wir da Freude und Teamspirit entwickeln, ja. Aber ich habe einfach das Ziel für mich als Projektleiter nach vorne gestellt. Weg vom Lone Wolf hin zum Rudel, was gemeinsam durchs Ziel rennt. Das ist schön, ne? Gut. Spaß. Dieses Wort definieren. Da waren wir ursprünglich, ne? Genau. Ja, ich überlege jetzt gerade, was jetzt ein guter Titel für die Podcast-Folge ist. Könnte sich ja tatsächlich um Spaß drehen, ne? Ist wahrscheinlich Spaß sinnvoll oder sowas? Genau. Bringt Spaß im Projekt? Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas mit Spaß. Gut, dann kommen wir mal so langsam zum Ende. Wir haben die 30 Minuten erreicht. Vielen Dank, dass du dabei warst, Tobias. Und möchtest du den Zuhörerinnen vielleicht noch ein Schlusswort sagen? Hast du noch eine Message, die du mitgeben möchtest? Du kannst gerne noch einen Moment drüber nachdenken. Nee, weil also ein Plädoyer oder sowas habe ich gerade nicht vorbereitet. Okay. Tatsächlich, ich bin ja kein Anwalt. Aber ein Satz, der mir vorhin wieder über die Lippen gekommen ist und der mich tatsächlich unterbewusst bis jetzt gerade begleitet. Leute, nutzt eure Zeit im Business und im Leben. Wir kommen hier alle nicht lebendig raus. Macht das Beste draus. Habt Spaß an dem, was ihr tut. Und das ist so wirklich die Botschaft, die ich gerne noch mitgeben möchte. Spaß, ob er sein muss oder nicht, tut uns allen gut. Und damit würde ich euch gerne in den Feierabend schicken. Danke, Patrick, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Eine große Freude. Genau. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, zu den Schlussworten will ich jetzt auch nichts mehr zufügen. Ja, wunderbar. Die waren gut genug. Ja, danke schön.